Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute habe ich wieder was ganz Tolles für euch und ich melde mich auch direkt von der Küche, denn wir starten auch hier gleich. Ich würde sagen, es ist total raffiniert, sieht sogar etwas kompliziert aus, aber ist eigentlich super einfach in der Herstellung und man kann es wie immer, meine Rezepte sind immer so, dass man sie gut vorbereiten kann und einfach, wenn man es braucht, in den Backofen schiebt und fertig ist. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Okay, für die Tomatensauce benötigen wir einmal, die habe ich hier im Hintergrund, benötigen wir 800 Gramm stückige Tomaten. Dann benötigen wir noch ein wenig Zucker, außerdem noch in etwa 120 Gramm Mozzarella, eine Zwiebel, die schon mal fein gewürfelt. Dann benötigen wir zum Anbraten von den Zwiebeln auch noch 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Knoblauchzehen und zum Würzen des Ganzen nochmal 1 Esslöffel Thymian, 1 Esslöffel Oregano und 1 Teelöffel Salz in etwa. Und für die Füllung habe ich hier schon mal, beziehungsweise für die Soße, da tun wir auch noch mal 4 Stängel von dem frischen Basilikum rein. Wer das nicht hat, kann auch getrockneten benutzen oder halt einfach im Geschäft einen Bund kaufen. Für die Füllung des Ganzen benötigen wir einmal, hier habe ich 250 Gramm Ricotta, hier in etwa 100 Gramm Tomaten eingelegt. Dann benötigen wir wieder 120 Gramm Mozzarella, Salz, Pfeffer und außerdem noch 300 Gramm Muschelnudeln. Die habe ich bereits in Salzwasser gekocht und abgeschreckt. So ihr Lieben, ich verwende hier meine Emailform. Das ist eine Backofenform, die in den Backofen darf, die auch auf Induktionsherd und auf anderen, also auf Ceran-Kochfeld geeignet ist. Diesen Topf erhitzen wir jetzt und da füge ich jetzt noch das Olivenöl hinzu. Wer jetzt keine Auflaufform hat, die auch auf dem Herd verwendet werden darf, der macht das Ganze jetzt einfach in der Pfanne. Und wer auch so eine Emailform hat, die erhitzt sehr, sehr schnell, da muss man immer aufpassen. So, dann kann ich nämlich jetzt auch schon die Zwiebeln hinzufügen. Die 2 Knoblauchzehen, die presse ich hier einfach rein, damit die schön fein sind. Wenn das Ganze hier schon so schön braun wird, dann streue ich ein bisschen Zucker drüber, um das Ganze wieder zu karamellisieren und werde währenddessen den Herd schon mal ein wenig runterstellen, denn wenn man die Tomatensauce reinmacht, dann fängt das Ganze an richtig zu spritzen und deswegen stelle ich das schon mal runter, damit wir hier keine Riesensauerei machen. Wichtig ist, dass wenn man die Zwiebelchen mit Zucker karamellisiert, dass man dann nicht mehr rumrührt, weil sonst macht man ja quasi diesen schönen Sud vom Boden weg. Wer jetzt zum Beispiel das Ganze noch ein bisschen verfeinern will, der kann das Ganze auch mit zum Beispiel ein bisschen Weißwein ablöschen. Aber das mache ich jetzt hier einfach mit der Tomatensauce. Dann fügen wir auch noch unsere Gewürze hinzu. Und tupfen hier den Mozzarella einfach schon mal ein bisschen drüber. Und dann lassen wir das Ganze 5 Minuten einköcheln. So, währenddessen die Tomatensauce schon mal vor sich hinkocht, bereiten wir schon mal die Füllung zu und dafür fügen wir den Ricotta. Wer Ricotta nicht mag, kann anstelle dessen hier auch Frischkäse benutzen. Hinzu. Dann die getrockneten Tomaten. Dann benutzen wir noch ein bisschen Basilikum. Ich zupfe den jetzt einfach hier so rein. Dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Jetzt geht es schon an die Fertigstellung. Unsere Tomatensauce ist schon fertig eingekocht. Dann nimmt man sich hier einfach so eine Muschelnudel, nimmt sich den Löffel und füllt diese einfach. Und
Und dann legt man sie einfach fächerförmig hier rein. Und ich drücke sie immer noch ein bisschen rein, damit nicht ganz so viel vom Nudelteig draußen ist. Denn das ist nämlich das, was dann am Ende sonst noch ein bisschen zu hart wird. Oder eher gesagt, ein bisschen anbrennt im Backofen. So, ihr Lieben, so ist das Ganze jetzt fertig. Jetzt zupfen wir noch, also ich drücke die hier noch mal ein bisschen rein. Die Soße war ein bisschen knapp, muss ich sagen, die Füllung. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch die doppelte Portion von der Füllung machen und die noch ein bisschen reinquetschen. Aber ich wollte es jetzt extra hier so ein bisschen offener lassen. Und jetzt nehmen wir uns den restlichen Mozzarella und zupfen den auch einfach hier so ein bisschen drüber. Und dann wandert die Auflaufform jetzt in dem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa so 20 Minuten. Schaut einfach rein, dass es schön goldbraun überbacken ist. Und dann, so würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Was ich an diesem Rezept wirklich liebe, ist, dass es ja eigentlich total variationsreich ist. Die Füllungen könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das Ganze auch mit Spinat machen. Also ihr könnt eurer Kreativität da freien Lauf lassen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ihr probiert es aus. Denn, also diese Vorbereitung ist ja wirklich super. Man kann ja quasi die ganze Auflaufform fertig machen, abdecken, in den Kühlschrank stellen und dann einfach, wenn ihr es braucht, abends oder wenn Besuch kommt, einfach in den Backofen für 20 Minuten und fertig ist das Ganze. Also ich würde sagen, absolut komplikationslos, ist auch noch ein toller Eyecatcher. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr probiert es aus und schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!